Wenn ihr schon mal in einem Flugzeug am Fenster gesessen habt, dann ist euch sicherlich eine Sache aufgefallen. Zum Start und zur Landung werden diese Klappen an der Vorder- und vor allem an der Rückseite der Tragfläche ausgefahren. Was diese Dinger bringen, warum die wichtig sind und was passiert, wenn sie mal nicht funktionieren, das klären wir heute. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Landeklappen gibt es in den verschiedensten Formen. Mal in klein, mal etwas größer, mal etwas einfacher. Und dann gibt es die Boeing 747 mit den wahrscheinlich mächtigsten Landeklappen überhaupt. Und sie alle verbindet eine Funktion. Sie erhöhen den von der Tragfläche erzeugten Auftrieb. Oder anders gesagt, im unbeschleunigten Horizontalflug erzeugen die Tragflächen des Flugzeuges ausreichend viel Auftrieb, um der Gewichtskraft entgegenzuwirken. Fliegt das Flugzeug jetzt langsamer, dann strömt die Luft weniger schnell um die Tragflächen, der Auftrieb reduziert sich also, werden dann die Landeklappen ausgefahren, erhöht sich der Auftrieb wieder, das heißt, das Flugzeug kann auch bei niedrigeren Fluggeschwindigkeiten noch sicher geradeaus fliegen. Das bedeutet, die Klappen, und deswegen werden sie auch oft als Landeklappen bezeichnet, ermöglichen es einem Flugzeug bei Start und Landung, also in Flugphasen, in denen die Maschine sehr langsam ist, sicher zu fliegen. Oder anders gesagt, die Landeklappen ermöglichen es einem Flugzeug überhaupt erst, bei niedrigen Fluggeschwindigkeiten sicher in der Luft zu bleiben. Aber warum muss ein Flugzeug denn überhaupt langsam sein? Das ist ziemlich schnell erklärt. Die Tragflächen eines Flugzeuges sind von vorne bis hinten ein Kompromiss. Deswegen sehen Tragflächen verschiedener Flugzeuge auch so unterschiedlich aus. Oben, unten, gefeilt oder nicht gefeilt, es gibt sie in dick oder in dünn und manchmal auch extrem dünn und sehr gefeilt. All diese Tragflächen haben unterschiedliche Vor- und Nachteile, aber keine Tragfläche kann wirklich alles perfekt. Dazu kommt dann natürlich auch noch der Fortschritt obendrauf, also in Form besserer Aerodynamik-Simulationen in der Entwicklung eines Flugzeuges, besserer anderer Materialien beim Tragflächenbau, über die Zeit gesammeltes größeres Wissen über die Aerodynamik eines Flugzeuges. Auch das hat logischerweise alles natürlich irgendwo Auswirkungen auf das Design einer Tragfläche. Aber zurück zu dem Kompromiss. Der ist bei Verkehrsflugzeugen, sehr nachvollziehbar, deutlich in Richtung guter aerodynamischer Eigenschaften beim Reiseflug ausgefallen. Denn in dieser Flugphase verbringt das Flugzeug ja am meisten Zeit. Also macht es Sinn, Tragflächen vor allem für diese Flugphase zu entwickeln und zu optimieren. Ein Flugzeug ist also kurz gesagt richtig gut da drin, bei irgendwas um die 11.000 Metern Höhe, bei minus 56 Grad Celsius Außentemperatur, um den dicken Daumen mit 850 Kilometern pro Stunde durch die Gegend zu gondeln und dabei wenig bis gar keine Richtungsänderung vorzunehmen. Das hat aber eben auch wenig bis gar nichts mit Start und Landung zu tun. Und je größer dieser Spread sein soll zwischen dem, was das Flugzeug in Reiseflughöhe macht, also effizient durch die Gegend fliegen, und dem, was in Bodennähe bei Start und Landung passieren soll, desto aufwendiger und komplexer muss auch das Tragflächen- und Klappendesign sein, um in allen Situationen ein wirklich sicheres Vorankommen zu ermöglichen. Deswegen sieht eine landende kleine Cessna auch ziemlich ähnlich aus wie eine im Reiseflug befindliche kleine Cessna. Und eine im Reiseflug elegant in der Luft liegende Concorde quält sich bei der Landung ganz offensichtlich so richtig einen ab, weil sie für das langsame Fliegen in Bodennähe schlichtweg nicht gebaut ist. Für den Reiseflug optimierte Verkehrsflugzeuge brauchen also diese auftriebserhöhenden Klappen, um überhaupt erstmal langsam fliegen zu können, um die Fähigkeiten, die die Tragflächen im Langsamflug haben, überhaupt erstmal zu erweitern oder überhaupt erstmal in einen nutzbaren Bereich zu bringen. Denn je langsamer die Flugzeuge fliegen können, desto weniger Distanz brauchen sie zum Starten und zum Landen. Dazu kommt sogar auch noch obendrauf, je langsamer ein Flugzeug bei Start und Landung sein kann, desto sicherer bzw. auch einfacher zu fliegen ist es letztendlich für die Piloten, die sich da vorne im Cockpit befinden. Um zu verstehen, wie das passiert, muss man wissen, was es für Ausführungen gibt. Und es gibt eine ganze Menge Ausführungen, die man in den letzten Jahrzehnten der Luftfahrt ausprobiert hat und die je nachdem, was mit diesem Flugzeug gemacht werden soll, dann mehr oder weniger Sinn ergeben. Quasi jedes große moderne Verkehrsflugzeug verfügt über diese Auftriebshilfen an der Tragflächenvorderkante, also an der Leading Edge der Tragfläche, genauso wie an der Tragflächenrückseite, an der sogenannten Trailing Edge der Tragfläche. Vorne an der Leading Edge haben die meisten Maschinen sogenannte Slats. Das sind ganz einfach gesagt ausfahrbare Flügelvorderkanten und im ausgefahrenen Zustand entsteht dann ein kleiner Spalt zwischen dieser Flügelvorderkante und der eigentlichen Tragfläche, sodass ein Teil der Luft unter dieser Flügelvorderkante durch diesen Spalt und dann sicher über die Tragfläche strömen kann, ohne sich von dieser abzulösen. Das ermöglicht das Fliegen mit höheren Anstellwinkeln. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Anstellwinkel war der Winkel zwischen der Strömungsrichtung der Luft und der Profilsehne der Tragfläche. Und höhere Anstellwinkel ermöglichen höhere Auftriebsbeiwerte und damit insgesamt einen höheren Auftrieb.
Was wiederum bedeutet, bei gleichbleibender Geschwindigkeit des Flugzeuges, die Landeklappen werden ausgefahren, dann können die Tragflächen mehr Auftrieb erzeugen oder gleicher Auftrieb bei niedrigerer Fluggeschwindigkeit. An der Tragflächenrückseite finden wir dann die Flaps. Also nicht Slats, so wie eben, sondern Flaps. Bei vielen großen Verkehrsflugzeugen in der Ausführung als sogenannte Fowler Flaps oder Slotted Flaps. Oder meist eine Kombination aus beidem. Fowler Flaps bewegen sich beim Ausfahren erst nach hinten und dann nach unten, erhöhen damit die Fläche der Tragfläche und die Wölbung der Tragfläche. Entsteht dabei dann ein Schlitz zwischen Flap und der eigentlichen Tragfläche, ähnlich wie das eben auch schon beim Slat war, dann kann die Luft auch hier wieder von der Tragflächenunterseite auf die Oberseite der Flap strömen und dann auf diesem Wege eine immer überall gut anliegende Luftströmung garantieren. Je komplexer das System sein muss, desto weiter kann man dieses Spiel dann treiben. Ein A320 hat eine einfach geslottete Flap. Ein A321 an einem Teil sogar eine zweifach geslottete Flap. Und eine 747, die fliegt sogar mit dreifach geslotteten Flaps. Voll ausgefahrene Landeklappen bei der Boeing 747-400 vergrößern damit die Flügelfläche um ganze 21% und geben der Tragfläche damit und mit dem größeren, sicher zu fliegenden Anstellwinkel, über den wir eben gesprochen haben, die Möglichkeit, ganze 90% mehr Auftrieb zu erzeugen. Und so kann auch dieses Flugzeug zu Start und Landung sicher langsam fliegen. So, und was das jetzt in der Praxis bedeutet und vor allem was los ist, wenn diese Klappen nicht mehr funktionieren, das schauen wir uns am besten jetzt einfach im Simulator mit dem Airbus A320 an. Bevor wir das machen, darf ich euch aber diesen Monat sowie jeden Monat Blinkist empfehlen. Ihr wisst mittlerweile Bescheid, Blinkist ist schon ein ewig langer Partner von mir und ich empfehle euch das wirklich immer wieder sehr, sehr gerne. Auf Blinkist bekommt ihr die Kernaussagen von mittlerweile über 5000 Sachbüchern aus 27 unterschiedlichen Kategorien zusammengefasst in jeweils um die 15 Minuten. Es gibt Blinks auf Deutsch und auf Englisch und die App hat eine ziemlich coole neue Funktion, die nennt sich Blinkist Connect und damit habt ihr die Möglichkeit, euren Premium-Account quasi for free mit einer weiteren Person zu teilen. Das bedeutet, ihr könnt zu eurem Premium-Account quasi eine weitere Person einfach einladen, ohne dass ihr eure zwei unterschiedlichen Accounts mit euren unterschiedlichen Favoriten und so weiter verliert. Und so könnt ihr dann untereinander Bücher teilen, könnt euch Blinks hin und her schicken, könnt euch Stellen markieren mit Kommentaren dazu und so weiter. Ziemlich coole Sache. Blinkist ist perfekt dafür geeignet, um euch beim Kochen, beim Spazierengehen oder beim Bügeln oder was auch immer einfach in einer kurzen Zeit ein paar wichtige Kernaussagen aus einem Sachbuch eurer Wahl erzählen zu lassen. Ich mache das immer wieder gerne, lasse mir dann auch von der App einfach ein neues Buch vorschlagen. So bin ich schon auf eine ganze Menge neue Titel gekommen, die ich mir dann, wenn sie mir richtig gut gefallen haben, entweder direkt in der App als Hörbuch besorgt habe oder sie mir dann tatsächlich auch als richtiges Buch hier ins Regal gestellt habe. Es gilt also nach wie vor der Link ganz oben in der Videobeschreibung blinkist.de/aeronews. Über diesen Link habt ihr die Möglichkeit, 7 Tage lang die App in vollem Umfang zu testen. Das heißt, ihr könnt ganz genau rausfinden, ob der Premium-Zugang zu Blinkist auch wirklich was für euch ist. Und falls ja, dann bekommt ihr über diesen Link auch 25% Rabatt auf euer Jahresabo Blinkist Premium. Ich wünsche euch viel Spaß damit, vielen Dank für die großartige Unterstützung und jetzt ab in den Simulator. Und damit herzlich willkommen im Flugsimulator. Wir stehen auf der Startbahn 25 Center am Frankfurter Flughafen mit unserem Phoenix A320. Wir wiegen 64,4 Tonnen, also knapp unter dem Maximum Landing Weight des A320. Das liegt bei 64,5 Tonnen. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt obendrauf, denn mit einem höheren Klappensetting, also mit mehr ausgefahrenen Landeklappen, mit mehr Slats, mit mehr Auftrieb kommt auch immer mehr Widerstand einher. Und das möchten wir gerade beim Start so gut es geht vermeiden. Ganz wichtig ist also, jedes Klappensetting erhöht nicht gleichermaßen Auftrieb und Widerstand, sondern gerade die kleinen Klappensettings, bei denen beim A320 entweder nur die Slats oder die Flaps nur teilweise rauskommen, erhöhen vor allem den maximal möglichen Auftrieb und erzeugen nur ein wenig zusätzlichen Widerstand. Je größer das Klappensetting dann wird, desto weniger zusätzlicher Auftrieb wird dann erzeugt und viel mehr zusätzlicher Widerstand kommt noch oben drauf. Das bedeutet für den Start hier auf einer ganz langen Startbahn am Frankfurter Flughafen, weit weg vom Maximum Takeoff Weight, bei okayem Wetter, nutzen wir jetzt ein möglichst niedriges Klappensetting. Und das kleinste Klappensetting, was wir beim Start beim A320 benutzen können, ist das Setting Flaps 1 plus F. Das könnt ihr jetzt hier auf dem Display sehen. Das heißt, jetzt fahren die Slats aus, die Flügelvorderkanten fahren jetzt auf eine Stufe aus und die Flaps, also die Klappen an der Trailing Edge, an der Hinterkante der Tragfläche, fahren jetzt auch auf Position 1. Möglich wäre auch noch Flaps 2 und Flaps 3 mit
dem, was ihr dann jetzt hier auf dem Display sehen könnt. Es hätte den Vorteil, dass wir mit diesem Klappensetting nochmal etwas mehr Auftrieb bei niedrigen Fluggeschwindigkeiten erzeugen können, also schon früher abheben können. Das bedeutet, die Startdistanz ist kürzer, aber aufgrund des zusätzlichen Widerstands könnten wir dann nicht ganz so gut steigen. Das hier ist also jetzt eher ein Klappensetting für einen Takeoff mit einem schweren A320 auf einer kurzen Startbahn. Für die Situation jetzt eignet sich dann aber das Klappensetting OnePlus F, das niedrigste Klappensetting für den Takeoff, mit zusätzlichem Auftrieb, aber nur wenigem zusätzlichen Widerstand. Das Flugzeug beschleunigt jetzt also im Steigflug und wenn wir schnell genug sind, dass die Tragflächen auch ohne Flaps und Slats ausreichend Auftrieb erzeugen können, dann können wir Flaps und Slats dann auch entsprechend einfahren. Die Landung im A320 kann man entweder mit Config Full oder mit Config 3 machen. Das heißt, wir können für die Landung ein reduziertes Klappensetting verwenden. Was ganz einfach die Vorteile hat, über die wir eben beim Start schon gesprochen haben. Das heißt, eine Menge zusätzlicher Auftrieb bei nicht ganz so viel zusätzlichem Widerstand. Das bedeutet, dass wir im Anflug etwas schneller sein werden, aber eben auch, dass wir im Anflug weniger zusätzlichen Widerstand haben. Das heißt, weniger Triebwerksleistung benötigen, um die Fluggeschwindigkeit im Anflug zu halten und damit einen geringeren Treibstoffverbrauch haben. Und dazu kommt natürlich auch noch, wir erzeugen weniger Lärm, weil die Triebwerke weniger Schub produzieren müssen. Das macht aber auch nur dann Sinn, wenn man eine wirklich lange Landebahn vor sich hat, die man auch wirklich nutzen kann, das heißt mit Autobrake Low zum Beispiel landen kann, mit dem niedrigsten verfügbaren Autobrake Setting. Ist das Flugzeug aber ziemlich schwer und man hat eine kurze Landebahn zur Verfügung, muss das Flugzeug am Boden also schnell zum Stehen bringen oder dazu kommt auch noch Tailwind, also Rückenwind, welcher nochmal dafür sorgt, dass wir über Grund im Anflug nochmal etwas schneller sind, dann ist Klappen 3 vielleicht nicht unbedingt das richtige Setting, um eine Landung zu machen, weil wir dann eben in Form von kinetischer Energie unnötig viel Energie im Flugzeug haben, welche wir dann am Boden zügig runterbremsen müssen. Und dazu vielleicht noch ein Punkt, den man schnell vergisst, ein höheres Klappensetting sorgt auch dafür, dass wir eine niedrigere Pitch im Anflug haben. Das heißt, dass die Nase des Flugzeuges deutlich näher am Horizont ist, was die Sicht für die Piloten aus dem Cockpitfenster auf die Landebahn etwas einfacher machen kann. Bei einer wirklich langen Landebahn, bei einem normal schweren Flugzeug, bei bestem Wetter und so weiter, macht Config 3 aber durchaus Sinn. So spart man einfach etwas Sprit und erzeugt nicht so viel Lärm. Aber ihr seht schon, Klappen sind ziemlich komplex, wirklich sehr, sehr wichtig, um ein Flugzeug auch im Langsamflug sicher bewegen zu können. Und dementsprechend sind die Systeme dahinter auch redundant. Das heißt, wenn wir jetzt eines der drei Hydrauliksysteme des A320 verlieren, dann können wir Klappen, also Flaps und Slats, noch mehr oder weniger normal ansteuern und ganz normal nutzen. Wenn zwei von drei Hydrauliksystemen kaputt gehen, dann haben wir schon ein ziemlich schweres Abnormal, einen ziemlich schweren Fehler, welcher dann tatsächlich auch dafür sorgen kann, dass wir Slats oder Flaps nicht benutzen können. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Klappen aus welchen Gründen auch immer verklemmt sind. Dann gibt es im A320 eine sogenannte Wingtip Brake, die dafür sorgt, dass die Klappen in dem Setting, in dem sie sich gerade befinden, dann auch wirklich stecken bleiben und sich nicht irgendwie noch asymmetrisch ausfahren. Das heißt, dass wir auf der einen Seite vielleicht an der einen Tragfläche Flaps voll haben und an der anderen Tragfläche fahren die Klappen gar nicht mehr, denn das wäre wirklich fatal und könnte dafür sorgen, dass wir die Kontrolle über das Flugzeug verlieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass wir einen multiplen Computerfehler haben und die Klappen dann gar nicht mehr fahren. Das sind die beiden Computer, um die es geht, die Slat Flap Control Computer. Und wenn wir Nummer 1 rausnehmen und auch Nummer 2, dann haben wir ein Problem. Das heißt nämlich jetzt, Slats und Flaps können wir nicht mehr ansteuern, das heißt, wir können sie auch nicht mehr benutzen. Eine Sache will ich euch zeigen, und zwar haben wir hier im Phoenix A320 ein Performance-Tool. Ein ganz normaler Tag, Idle oder No Reverse, da bekommen wir eine Landedistanz faktorisiert, also mit einem Sicherheitsaufschlag obendrauf, und genauso wird es im echten Flieger tatsächlich gemacht, von 2500 Metern. Würden wir jetzt am Boden nicht Autobrake Low, sondern stattdessen Autobrake Medium benutzen, dann hätten wir eine Landedistanz von 1819 Metern. Wir haben danach aber noch eine weitere Möglichkeit, und zwar können wir manuell maximal bremsen, also voll in die Pedale treten, und dann hätten wir eine Landedistanz von 1700 irgendwas Metern. Dazu können wir noch die Reverser voll aufziehen, dann reduziert sich unsere Landedistanz weiter, dann haben wir faktorisiert 1710 Meter, haben aber einen Fehler. Und zwar Slats and Flaps, und hier kann man ganz genau das eingeben und das ist ziemlich genial, weil im echten Flieger ist es wirklich sehr, sehr ähnlich. Flaps and Slats at Zero. Das heißt, zur Landung bleiben die Klappen wirklich in dieser Position. Und jetzt seht ihr schon,
Mit Max Manuel, das nimmt er im Abnormal Case hier immer an, haben wir eine faktorisierte Landedistanz von 2852 Metern. Und wir können das Spiel jetzt ja mal andersrum spielen. Hätten wir jetzt nicht mehr Max Reverse zur Verfügung, zum Beispiel, weil wir dazu noch irgendeinen Hydraulikfehler haben und so weiter und müssten hier entsprechend reduzieren, dann kommen wir auf eine faktorisierte Landedistanz von 3128 Metern. Und das ist eine Landedistanz, mit der sind wir am Frankfurter Flughafen ziemlich gut aufgehoben, aber viele, viele andere Flughäfen fallen an der Stelle jetzt einfach raus. Wir können das Flugzeug dort in dieser Konfiguration nicht runterbringen. Eine Möglichkeit, die man dann natürlich hat, ist, das Landegewicht des Flugzeuges deutlich zu reduzieren, indem wir eine Sache machen, und zwar diesen Sprit hier verbrennen. Aber wir haben ausgerechnet, jetzt am Frankfurter Flughafen funktioniert das mit diesem Fehler und diesem Gewicht, deswegen landen wir das Flugzeug jetzt so. Jetzt sind wir auf dem ganz normalen 3 Grad Glideslope, den wir normalerweise mit 40, 45, 50% N1 fliegen, je nachdem wie schwer das Flugzeug ist. Und wir erkennen eine ganz wichtige Sache, dadurch, dass wir keine Slats, keine Flaps ausgefahren haben, keinen zusätzlichen Auftrieb haben und damit eben auch keinen zusätzlichen Widerstand, beschleunigt das Flugzeug, obwohl wir uns gerade mit den Triebwerken im Leerlauf befinden. Das heißt, wenn das Wetter etwas besser wäre, könnte man eventuell sogar mit einem Visual Approach dafür sorgen, dass man ein etwas flacheres Anflugprofil hat. Oder man muss halt, das was ich jetzt tun muss, das Fahrwerk zügig ausfahren. Wir sind jetzt eigentlich mehr oder weniger stabil auf unserem Anflug unterwegs, aber aufgrund der hohen Geschwindigkeit, mit einer super hohen Sinkgeschwindigkeit und trotz der hohen Geschwindigkeit befinden wir uns auch ziemlich dicht am roten Band, sind eigentlich für unser Klappensetting schon fast wieder zu langsam. Jetzt landen wir das Flugzeug mal. 100, 50, 40, 30, 20, retard, 5. Ziehen die Reverser voll auf, wie wir das besprochen haben vorher, gehen voll in die Bremsen, merken, okay, die Bremsen greifen super, das Flugzeug bremst ganz normal, dann gehen wir schon mal aus den Bremsen raus, um diese nicht überzubelasten. Das Flugzeug hat also super gebremst, hat alles gut funktioniert. Allerdings seht ihr schon, das Ganze klappt zwar, aber ist ein ziemlich unhandlicher Fehler. Und wenn man nicht gerade den Frankfurter Flughafen vor der Nase hat, dann kann das so einen Arbeitstag schon mal ganz unangenehm machen. So viel also zu diesem Thema. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin mir sicher, ziemlich sicher, es waren noch ein paar Punkte dabei, die ihr über Landeklappen noch nicht wusstet. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare dazu und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute, und tschüss.